Ich bin kein Experte. Wenn Putin sagt, das ist eine gute Idee und Schröder das bestätigt, kann ich Ihnen glauben oder nicht? Wir haben ziemlich viel Mist in diesem Land gemacht. Ich hoffe, die Pipeline ist nicht so schlecht. Gazprom hat sehr viele Beteiligungen an unterschiedlichsten Geschäften in diesem Land. In der Landwirtschaft, Hotels, Flughäfen. Warum braucht Gazprom einen Flughafen in Moskau? Das ist nicht sehr effizient. Ich glaube, die verursachen nur Hunderte von Millionen an Kosten. Sie besitzen sehr viel. Was ist beispielsweise mit Schalke 04? Was ist der Nutzen, 100 Millionen Euro in einen Fußballclub in Deutschland zu investieren? On a football club in Germany. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei. 5 Jahre lang sponsert Gazprom mit Millionen Schalke 04, um sich mit Hilfe der Kicker in Deutschland besser bekannt zu machen. Der PR-Schachzug mit der Trikotwerbung ist angekommen. Nicht nur unter Fußballfans werden jetzt Gazprom und Schalke in einem Atemzug genannt. Das gibt einen Schein und damit so fahren. Schröder sieht es mit Freude. Und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk. Ja, ein traditionsreiches Lied, das die Schalker Fans natürlich kennen. Die konnten alle mitsingen. Das ist ja auch wichtig und die meisten haben es getan. Und jetzt haben sie das Trikot erstmal in Besitz genommen, ein Trikottausch der besonderen Art sozusagen. Auch Nord Stream Manager Matthias Warnig gefällt der Marketingerfolg. Ich denke, dass ich glaube, dass sowohl Herr Warnig als auch Herr Schröder die Bedeutung dieses Projektes für Europa, für Deutschland und für Russland bestens verstehen. Und auch bestens darauf vorbereitet sind, ihre Funktion zu erfüllen, die wir ihnen zugetraut haben. Zug in der Schweiz. Hier ist der offizielle Sitz der Pipeline-Firma Nord Stream. Die Wahl ist kein Zufall. Hier haben viele internationale Konzerne einen Ableger. Selbst im Steuerparadies Schweiz nimmt Zug eine Sonderstellung ein. Wenig Geld von sehr viel Geld ist immer noch viel Geld, heißt das Zuger Motto. Das Konzept geht auf. Kaum eine der Niederlassungen bezahlt mehr als 10% Steuern. Die Stadt Zug hat gut 20.000 Einwohner. Die Zahl der Unternehmen liegt bedeutend höher. Wie und warum hat der deutsche Matthias Warnig neben Schröder den Job als leitender Angestellter bei Nord Stream bekommen? Es war kein Anruf, es war ein Gespräch an einem schönen Sommertag bei einem Spaziergang. Darf man fragen, wer mit wem? Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Matthias Warnig tut sein Bestes, die Widerstände gegen das Projekt zu überwinden. Der Nord Stream Manager wird bei den Ostseestaaten vorstellig, legt Gutachten vor, die Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit belegen sollen. Wir haben ein europäisches Land, Russland, mit großen Gasressourcen vor der Haustür. Ein großer Teil Russlands ist europäisch. Und wir haben Westeuropa ohne Ressourcen. In einer solchen geografischen Nähe, Ressourcen und Bedarf, das miteinander zu verbinden, ist das Logischste, was man finden kann. Und Europa würde einen großen Fehler machen, nicht dieser Logik zu folgen. Matthias Warnig genießt das Vertrauen Wladimir Putins. Der Mann aus dem Osten hat eine bewegte Vergangenheit. Einst war er Offizier der Staatssicherheit, Spezialgebiet Wirtschaftsspionage. Vor allem gegen Banken wie die Deutsche oder Dresdner Bank. Letztere schickte Warnig als Manager nach Russland.
kennen sich Warnig und der russische Ministerpräsident schon aus der Zeit, als der damals junge KGB-Mann Putin in Dresden stationiert war? Fakt ist, dass ich Herrn Putin das erste Mal getroffen habe im Herbst 1991 im Zusammenhang mit der Eröffnung einer Repräsentanz der Dresdner Bank in St. Petersburg. Das war damals eine schwierige Zeit in Russland. Es war die erste Repräsentanz eines westlichen Unternehmens, die außerhalb von Moskau gegründet wurde. Und Herr Putin war damals zuständig für die Lizenzvergabe. Ja, das war ungefähr 1993 oder 1994. Ich leitete das Komitee für auswärtige Beziehungen und zu meinen Aufgaben gehörte die Registrierung der Vertretung ausländischer Gesellschaften. Und Herr Warnig kam mit der Frage der Registrierung als Vertreter der Dresdner Bank. Es ist die chaotische Zeit nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion. Der einstige KGB-Mann Putin kommt nach seiner Stationierung in Ostdeutschland bei der Petersburger Stadtverwaltung unter. Der Oberbürgermeister, sein alter Juraprofessor Anatoli Sobtschak, hat ihm den Posten verschafft. Er macht Putin bald zu seinem Stellvertreter. Sobtschak gilt als politische Hoffnung. Doch als er die Kommunalwahl verliert, braucht auch sein Vize Putin einen neuen Job. Und er bekommt ihn. In der Präsidialverwaltung des Kreml. Putin ist in der großen Politik angekommen. Präsident Boris Jelzin hat seine besten Tage hinter sich. Unter seiner Herrschaft beginnt der Ausverkauf. Wer clever ist, kann Milliarden machen. Mit Staatseigentum, Stahlwerken, Ölfirmen. Putin beobachtet, registriert, macht sich bald unentbehrlich. Er plant den Aufstieg. Steigt auf zum Geheimdienstchef. Dann zum Premierminister. Und schließlich wird er Präsident. Wladimir Wladimirovich Putin. Ihm ist klar, wo die Ressourcen für Russland liegen. Und er wird seine beiden Petersburger Freunde, Dmitri Medvedev und Alexander Miller, an der strategischen Stelle platzieren. Als Aufseher des staatlichen Konzerns Gazprom. Sie werden hilfreiche Sekundanten. Dann bringt Putin die Oligarchen auf Linie, macht klar, dass Rohstoffe eine Sache des Staates sind und nicht privater Raubzüge. Dazu hat sich der Präsident den Chef des Jugos-Ölkonzerns ausgesucht. An ihm wird er ein Exempel statuieren. Zugegeben, wir alle haben damit angefangen. Deshalb könnte man auch auf uns einprügeln. Aber irgendwann, jetzt, muss man einen Schlussstrich ziehen. Wir haben das mit Ihnen ja bereits diskutiert. Auch Ihre Gesellschaft drückte sich um Steuern herum. Khodorkovsky wird verhaftet, sein Konzern zerschlagen. Putin hat ein Zeichen gesetzt. Khodorkovsky hatte zuvor mit einem amerikanischen Erdölkonzern über den Verkauf seiner Firma verhandelt. Das war der eine Fehler. Der andere: Er wollte in die Politik einsteigen, als möglicher Konkurrent. In einem Anflug von Selbstironie parodiert Putin einmal seinen Auftrag auf einem Treffen ehemaliger Geheimdienstler.
Ich melde, eine Gruppe von Geheimdienstmitarbeitern, getarnt als Regierung, hat ihre erste Mission erfüllt.